Und damit ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von den Scratch Challenges. Heute dabei der Nico, der nicht versteht, was wir heute machen, und Leon, der schon versteht, was wir heute machen. Hallo. Genau, hi. Ja. Also bei mir ist die Leitung heute richtig lang. Irgendwie. Ja, nach Luxemburg ist die Leitung heute ganz lang. So, aber damit ihr auch wisst, was wir heute machen, heute sehr Vanilla, denn ich habe keine Mods geladen. Das heißt, ihr habt nur die Vanilla-Blöcke vom Spiel. Ihr könnt die ganzen Sachen, die auch Leon auch viel verwendet und auch Nico verwendet die ja auch. Die gibt's einfach nicht. Also, oder die. Ich verwende die ja zum Beispiel ja auch, diese kleinen Schubdüsen und so weiter und so weiter. Mhm. Also die ganzen kleinen Sachen gibt's alle nicht. Das heißt, heute ist komplett schön Vanilla. Ansonsten baut ihr was auch immer ihr möchtet. Gibt keine Vorgaben. Ihr habt 30 Minuten Bauzeit und danach ein ganz normales Battle hier in der Arena mit 3 Leben. Ja, mehr gibt's eigentlich aktuell nicht zu sagen. Gut. So. Okay. Außer, der geht. Ja? Das heißt, die Challenge ist wirklich einfach nur Vanilla. Ja. Wow. Die okay. Wäre zumindest bei mir und bei Leon wäre die schwierig. Okay. Ist. Aber ich habe schon einen Plan. Hier liegt ein Stuhl rum. Ja, es kann sein, da hinten habe ich nicht aufgeräumt. Und da Motoren. Ja, da habe ich nicht aufgeräumt, da hinten. So. Und ein ganzes Fahrzeug! Jawohl, ich bin fertig. Fährt's denn auch? Ach, schön. Juli, komm mal gucken, wie es aussieht. Okay, nee, ich starte die Zeit und komme dann gleich zu dir. Ja, also 30 Minuten beginnen für euch ab jetzt. Viel Spaß! Jo. So, jetzt, ich komme gleich zu dir. Mhm. Was gibt's? Ja, hier liegt noch so ein Ding rum. Ich glaube, das ist das Zerstör... ja. Sind die Blöcke auch so schön bei dir? Ja, das ist, weil die Mods nicht geladen sind. Ah, guck mal, die Blocks bleiben sogar stehen. Jawohl. Weil, wir haben jetzt auch nicht unsere Blöcke, Nico, die wir verwenden. Weißt du, diese leichten Kackblöcke, die Physik kaputt machen. Ja, genau. Weil die, von denen bin ich eigentlich schon mal ganz happy drum. Von denen bin ich eigentlich jetzt mal Fan geworden. Ja, ich habe sie zu viel in einem Fahrzeug verwendet und hasse sie jetzt. Also. Ja, okay, gut. Schon irgendwelche Pläne? Tatsächlich nicht. Okay. Aber, ich setze mir selber jetzt eine Challenge, weil einfach nur Vanilla ist mir zu langweilig. Mhm. So, damit muss ich jetzt klarkommen. Dir ist Vanilla zu langweilig, okay. Go. Genau. Dann, was war's, eine halbe Stunde? Ja. Ei. Gut. Genau. Also, du wirst, denke ich mal, Reifen hinbauen, du wirst, denke ich mal, ein paar Schubdüsen hinbauen. Weil ich wollte gerade eben schon sagen, ich würde nicht zu klein bauen, weil die Schubdüsen sind jetzt halt nicht 1x1, sondern halt 2x2 oder 3x3. Oder sind die sogar 3x3? Ich weiß nicht, wie groß sind die Schubdüsen, die normalen? Ich habe absolut keine Ahnung. Ich glaube 2x3. Ja, also du brauchst auf jeden Fall viel mehr Platz. Ich bin schon sehr gespannt, was Leon umsetzt. Aber ich dachte tatsächlich für dich, dass Vanilla auch eine Challenge wäre. Also, ich wüsste nicht, was aktuell die Challenge wäre, aber okay, ja. Aber vielleicht kommt's ja noch. Ja. Wie war's? Stoßdämpfer waren nicht drin, oder? Doch, du hast ja mal gesagt, es geht mittlerweile. Okay. Ja, okay. Hast du ja mal gesagt. Okay. Kannst du mal probieren. Ja, genau. Es wird eine. Ich versuch mal alles. Bisschen. Ich komm dann später wieder. Hi. Hallöchen. Hallöchen. Schon irgendwelche genaueren Ideen. Man sollte den Ersteller dieser Challenge in die Luft sprengen. Nee, eigentlich nicht. Was? Willst du so fahren?
Ja, immer noch. Machst du hinten noch so ein kleines Stützrad hin? Ja, ja. Hä, wie längst denn du? Ah, und die Reifen kommen sich nicht in die Quere? Ach so, du hast da freigelassen, ja, okay. Ja. Weil ich stand gerade echt so, dass ich nicht gesehen habe, dass da eine Lücke ist. Da ist aber ein echt gestörtes Tiefensicht-Dings, der Bumster. Ja. Das heißt, du wirst weiterhin klein bauen, aber dann halt mit Reifen? Und halt mit großen Reifen. Mit großem Sitz. Mit großen Schubdüsen, denke ich mal, oder? Ja, ich weiß. Ich muss ja auch noch irgendwo einen Motor unterkriegen, ist das Problem. Das ist absolut richtig. Nico hat auch erstmal so klein angefangen und dann hat er den Sitz hin platziert. Ja, dann war das Holz schon vorbei. Ja, das... Also, ja. Kann funktionieren, wird aber nicht funktionieren. Ach, okay. Ich meine, das war jetzt eigentlich nicht die Idee, aber... Es ist ein guter Ansatz auf jeden Fall, weil... Ein interessanter Ansatz von mir selbst, weil ich so drüber nachdenke. Du gehst dahin, müsst ihr nach vorne schlagen. Du nimmst nur Vorderradlenkung, oder? Ja, wahrscheinlich. Mal gucken. Ich brauche erstmal mehr Power, sonst werde ich Banane. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Du hast jetzt auch nur hinten, Nein. Hast du auf allen Rädern? Ja, ja. Okay. Da soll ich mich nicht so anhören wie ein Spacker. Ja. Ja. Ein bisschen weniger Leistung oder ein bisschen schwerer, wobei, nein, ich war aus Holz. Also ein bisschen schwerer wäre auch keine schlechte Idee an sich. Halt die Schnauze. Das ist scheiß Radio. Ja, vor allem Nico hat das dauerhaft bei sich hängen. Ja, ich weiß. Ja. Also man sieht auf jeden Fall die Grundidee dahinter. Meine Grundidee ist, ich hätte gerne Axt. Das gibt's leider nicht. Oh no. Das Spiel ist bugfrei. Das ist bekannt. Vor allem, wenn ich das jetzt wegnehme. Lol, das habe ich noch nie gemacht. Ja, das mache ich öfters mal. Ja. Ich schub dir absolut keinen Saft, habe ich einen Eindruck. Was denn, wenn ich auf maximal stelle? Wie viel Saft habe ich dann? Sind es die Fünfer schon? Ja. Die haben nicht mehr allzu viel Wupp. Das ist absolut richtig. Keinen Wupp. Hey, die haben ja gar keinen Schwung, ey. Wobei, doch, wenn man mal in Fahrt kommt, haben die ein bisschen was. Ja, du musst ja auch, du hast jetzt ja auch kompletten Widerstand. Ich lass dich mal wieder alleine, wa? Ja, kannst du machen, wie es dir passt. flieg nicht zu Nico rüber, wo auch immer du jetzt bist. Ja. Bis später. Bis später. Ja. Okay. Okay. Krass, die Motoren machen die Schubdüsen machen ja echt nix. Mal auf Anschlag. Wie willst du fahren? Das, Nee! Doch. Nee! Doch. Nee! Mir ist mir etwas aufgefallen. Ich kann damit mega geil seitlich fahren, aber halt nicht drehen. So. Ja, weil du auch noch falsch lenkst. Tue ich das? Ja. Rückschnitt? Doch. Stimmt. Warte mal.
Oh, einmal. Welche geht richtig rum? Die hinteren sind falsch. Hilfen! Ich hab gerne geholfen. Jo. Okay, interessant. Jetzt probier's nochmal. Alter! Ja. Funktioniert irgendwie. Alter, du hast immer die besten, kuriosesten Ideen überhaupt. Es ist ja unglaublich. Hinten, kann das sein, hinten rechts backt immer ein bisschen? Ja, kann sein. Was hast denn du für einen Ton verbaut? Elektro. Wieso klingen die so komisch? Anscheinend, ja. Aber sonst, jetzt wo die Lenkung auch funktioniert. Schubdüsen? Schub! Jetzt muss ich nur noch Schub auf das Ganze kriegen. Okay, warum? Und wenn zwei Schubdüsen es nicht machen, dann... Ja, wird aufgestockt. Ja, Leon hat auch schon bemerkt, dass zwei Schubdüsen gar nicht mal so viel... Was sind die seitlichen hier? Also die da? Im Zweifel halt seitlich zu schieben, aber... Okay. Naja, wenn sie halt echt so schwach sind... Oh, warte mal, ich kann ja erstmal noch hier... mal so machen. Ich habe die Schubdüse Level 4 nur hier gehabt. Jawohl. Da leckt's immer kurz. Sind jetzt alle? Ja. Nee, nicht alle. Ach, und diese hier. So. Da leckt's. Müssen sie alle voll sein. Da leckt's immer kurz. Okay, und mal sehen, ob ich damit Power habe, wenn ich jetzt auch fahre damit. Schwer einzuschätzen. Aber kann sein, ja. Ja, genau. Dann nehme ich mir mal direkt die Schubdüsen Nummer 5 hier, damit ich nicht alle upgraden muss. Ich guck gerade, was denn da überhaupt der Unterschied ist zwischen denen. Ah, das Gewicht wird leichter, okay. Zwischen welchen? Zwischen den verschiedenen Schubdüsen. Da geht nur die. Das Gewicht geht runter und die Haltbarkeit geht runter. Vor allem mehr Schub. Vor allem mehr Schub. Okay. Schubdüsen 4 kannst du nicht so hoch leveln wie Schubdüsen 3. Wie Schubdüsen 5. Okay, verstehe. So, hinten. Man müsste sie noch einstellen. Power! 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 Nico? Oh, die ist voll. Power! Ja. Fürs nächste Mal, nur als Tipp, gerade bei so fest beweglichen Sachen, mach auf beiden Seiten ein Lager hin. Das ist spielstabilisierend. Das bringt echt was? Ja. Ich dachte, das Spiel würde die ganz so berechnen. Doch, okay. Tatsächlich schon. Weil du kannst mittlerweile, das ging früher nicht, du konntest... Hey, Juli? Hä? Darf ich mal dein Fahrzeug kurz hier... Jo, ich glaub, ich hab Power. So. Und Attacke. Jo. Du hast auf jeden Fall Power. So, und das Ganze auch nochmal zurück natürlich. So. Gut. Ja, mal gucken, was ich noch mache. Auf jeden Fall diese wunderschönen Ärmchen zum Wiederaufstellen. Dann gucke ich noch vielleicht irgendwie die Seiten mit Pistons raus, aber zu machen, um rauszukicken, irgendwie so zeitlich. Mal sehen. Wie viel Zeit ist noch? 14 Minuten. Aha. Easy. Ja. Spann das Ganze nochmal einen Block höher. Okay, dann halt zwei. Ja, sieht doch schon mal nach einem Fahrzeug aus. Ich baue jetzt das schönere Auto als in der Auto-Challenge. Ja, macht ja viel Sinn. Wenn du hier zwei machst, machst du hier eine. Was? Nix, alles gut. Ja. Aber wie gesagt, das wollte ich vorhin noch sagen, mittlerweile geht es, dass du an ein Block zwei Lager hinmachen kannst. Die verbinden sich dann tatsächlich. Das ging früher nicht. Ja, genau, das habe ich nämlich auch so im Kopf gehabt. Okay. Nur fürs nächste Mal. Hi. Ja, sehr interessante Fahrweise. Nico überlegt sich ja da immer... Ach, Nico kommt immer auf Ideen, das ist unglaublich.
Du hast dich nochmal umentschieden? Für kleine Reifen vorne? Ja, damit ich ein bisschen gerade fahre wenigstens. Okay. Also, okay, was erhoffst du dir durch den Pisten? Ich habe zwei da vorne, ich muss nur kurz einmal was fixen. Augenblick. Weil ich habe hier hinten halt auch noch zwei dran. Ah, okay. Ich kann jetzt, glaube ich, ein bisschen besser sagen, indem ich die Dichter setze mit dem, was ich vorher dran hatte. Mhm. Ich erhoffe nicht, sondern es funktioniert sogar. Einfach aufstocken. Ja, und ihr wisst, ich kann das wirklich sogar zufällig meinen Mittelpunkt getroffen habe von dem Fahrzeug hier. Aha. Das heißt, ich kann wirklich hingehen und sagen, ich würde das Ganze ein bisschen höher haben. Kann ich hier irgendwie dran? Ja, nein, das ist der Motor. Scheibenkasten. Oh. Muss der aufstocken, muss von unten haben. Ja, deswegen. Ich hab gerade nur geguckt, ob ich vielleicht nicht von unten dran komme. Weil das muss ich jetzt wieder abbauen, da bin ich zu faul für. So. 12. Was hab ich gesagt? 12, naja. Hab ich 12 gesagt? Hab ich 12 gesagt. Oh. Aha. Guck. Und ich stehe. Ja. Und das wird stabil ziemlich. Es sei denn, ich mach halt den hier. Ja, was ist, wenn Nico gegen dich fährt? LOL! Hä? Wie gut fährst du bitte auf dem Kopf? Ja, mein Kopf hat morgen gleich eingereiht. Das sind Düsen, wohlgemerkt. Ich kann allerdings nur eine Richtung damit fahren, bisher. Ja gut, aber sag mal so, wenn du auf dem Kopf liegst und Nico ist vor dir, dann kannst du einen Angriff fahren. Und ich hab's gerade. Das hat mich jetzt gerade auf ziemlich gute. Ja, gutes Thema, aber eine lustige Idee gebracht. Aber. Nico war gerade auf dem Kopf und konnte sich 0,0 bewegen. Lol. Liegt es vielleicht echt daran, dass nur dein Kopf sozusagen auf dem Boden ist und bei Nico die ganze Konstruktion? Weiß nicht, kann sein, aber danke, dass du mir das sagst. Das kann gut sein. Ja gut, was hilft dir das? Außer nix. Ich weiß, dass deine Konstruktion schon etwas größer ist. Das heißt, dass ich mich höher aufbocken werden muss. Eigentlich nicht. Aber sein Sitz liegt einfach tiefer. Das ist absolut richtig. Pressen! Oder so, das geht natürlich auch. Da hinten fliegt er. Willst du noch irgendwas einbauen? Ja, ich bin noch am Überlegen. Ich werde mir, denke ich, mal definitiv irgendwas einbauen, um mich hier umzudrehen. Falls ich im Kopf liege, was halt relativ häufig passiert aktuell. Vor allen Dingen durch meine Funktionen, die ich mir eingebaut habe. Für das häufig vorkommt, dass ich mich hinlege. Genau so. Ja gut, ich sag mal so, es gibt ja schon einige Möglichkeiten, sich wieder umzudrehen. Schubdüse oder das andere da. Alter, du fliegst dahin. Wie viel Zeit verbrauchst du eigentlich immer so zum Testen? Eine gute Menge. Aber dafür ist mein Fahrzeug auch meistens recht gut ausbalanciert, wenn ich irgendwas Gescheites mache von Anfang an. Und es fährt nicht auf einmal mit 100 km/h nur durch die Gegend. Gott! Oh Gott! Hallöchen. So. Die Frage ist jetzt, kriege ich hier irgendwo noch... Ja, kriege ich. Aha. Ich habe eine Big Brain Idee. Reisdicker produzieren. Jetzt kommt's. Ach du Schande. Aha. Hä? Aber das hilft dir ja nicht beim Umdrehen. Ja, es hilft mir, in die andere Richtung zu rutschen. Das macht Sinn. Außerdem zum Bremsen, falls ich den Juli mache. Aber. Das Schöne ist, durch mein Motor hat absolut keine Reibung sonst. So. Künstlich umfallen? Ja, gut, kann ich. Ist gut. Mhm. Einmal noch ausbalanciert, gut. Ich glaube, ich werde es so lassen. Mit dem Licht da unten dran. Naja. Wie lange haben wir noch? 8 Minuten. Ja, geht doch. Oh, ja, fast. Im Prinzip ist klar. Ja, da steht ja 8 Minuten, ne? 8 Minuten, ne? Ja, gut. Dann natürlich speichern nicht vergessen nachher. Achso, ich wollte es jetzt nicht machen, da habe ich eigentlich einen Bock drauf. Alles klar, dann machst du nicht. Tschüss, dass wir geredet haben. Bearing. Gut. Also gut. Ich geb's wieder im Chat bekannt. Ja.
Ja. Bis später. Bis später. Wie sieht's bei dir aus, Nico? So, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Juri, ich bin gefangen. Kannst du mich mal ganz kurz befreien? Okay, alles gut. Jetzt hört sich nach der typischen Nico-Konstruktion an. Ja, gut, Bauzeit ist vorbei. Leon ist schon da. Nico hat sich gerade nach meiner Hilfe geschrien, aber hat sich dann gelöst. Ja. Ach, schön. Gut, also, beide Spezialisten sind hier eingetroffen und ja, ich hätte mal gesagt, Leon fängt dieses Mal an. Okay, okay. Ich stelle euch vor. So. Okay. Der gelbe Schreckfrosch. Der gelbe Schreckfrosch. Wow. Okay. Ja. Kann Faust rückwärts fahren und halt die offensichtlichen Sachen. Ja, genau. Also du musst ja nicht zeigen, wenn du nicht willst. Mhm. Ja, also er fährt rückwärts und er fährt raus. Also. Sehr gut, ich hab gewonnen. Rausfahren tut er schon mit Nico. Sehr gut. Ja, das ist Leons gelber Springfrosch. Mhm. Oder wie er auch immer ihn genannt hat, ich habe absolut keine Ahnung. So, Nico, bitte einmal platzieren. Ich hab meins getauft, das Ding. Weil ich hab keine Ahnung, wie ich es anders nennen soll. Oh Gott, im Himmel. Jawohl. So. Hat das hier einen weiteren Sinn? Nö. Okay. Außer, dass es, das da machen kann. Blockiert es nicht beim Lenken? Nö. Okay. Doch. Scheiß doch! Das war nämlich so eine Last-Second-Ding. Oh nö. Ja, okay. Wie? Oh, ja, okay, ja, genau, aber warum platzierst du das genau hier neben dem Reifen? Warum nicht hier? Warum sollte ich? Hinten drauf, er los. Darf ich drei Holzblöcke bauen? Nein, oder? Nein. Okay. Kannst du auch fahren? Ja. Ja, kann er. Ja, geht so. Oh, cool, so. Cool, ich kann hier mit. Geht so. Guck mal, hier oben. Hey, so. Ja, ich bin bereit. Pass ich überhaupt unter die... warte mal. Darf ich mal checken? Ja, passt so. Sicher? Ja. Sicher? Nicht ganz so aus. Ja. Ja, doch, passt. Ja, gut. Ich hab ein gutes Auge. Ich muss wieder zurück. Hey, oh, nee. Hey. Oder doch nicht? Doch, doch. Wegen zwei Blöcken oder so. Ich hab schon von der Höhe her passt auf jeden Fall. Zwei, drei Blöcke. Zwei, drei Blöcke Unterschied. Ja, so. Das war der Fakus, die andere Ecke. Ja. Das ist meins. Schön. Also Leon steht da in der Sonne und sonst sich Nico natürlich im Schatten, würde ich auch machen. Ja. Ja, Augenblick. Nee. Da, nach Leon gucken. Fahrzeug! Okay. Nicht. Warte. Ach, Leute. Ich sehe schon, das wird eine interessante Folge. Ja, nochmal kurz zur Erklärung. Ihr habt drei Leben. Wenn das komplette Fahrzeug über der schwarzen Umrandung oder auch hier im Eck die schwarz-gelbe Umrandung hinüber ist, dann seid ihr raus, verliert ein Leben. Wer kein Leben mehr hat, hat verloren. Mhm. Ja, da ihr nur zur Zeit seid, seid ihr ja gleich im Finale. Gut. Nico steht bereit. Mhm. Leon steht bereit. Wir fangen an mit der ersten Runde im Finale in 3, 2, 1. Los geht's. Oh Gott. Wow. Nico fährt Angriff. Wow. Okay, so viel dazu. Oh ja, gut, das ist nicht effizient. Das fühlt sich an, als ob Nico aus Stahl wäre. Ja, Moment mal. So. Was? Ey, Juni, jetzt bin ich aber höher. Das ist... Lol. Leon ist raus. Leon springt freiwillig raus, sehr gut.
Okay, ich habe auf jeden Fall nur gesehen, dass Leon raus ist. Leon hat ein Leben weniger. Das muss ich nachher mal beim Schnitt gucken, wie das jetzt passiert ist. Bei mir siehst du es. Der ist rausgesprungen. Also so ich wirklich bin, rausgesprungen. Ich wäre so doof gewesen. Ich habe zwei losgelassen, habe wieder zwei gedrückt, damit ich bremsen konnte. Also war die einzige, ich hätte drücken müssen. Oh, was war das? Ah, Schubdüsen verwechselt. Was war das? Ach, das war das. Hast einen Juli gemacht? Ja, ich habe einen Juli gemacht. Gut. Ich habe extra eine Anti-Juli-Einrichtung so eingebaut. Nur ich habe sie selbst auch kaputt gemacht. Sehr gut. Gut. Ja, Leon hat ein Leben weniger, das heißt, Nico hat noch drei, Leon hat noch zwei und die nächste Runde beginnt in 3, 2, 1, los geht's! Ja, sehr gut. Boah, Leon, jetzt! Moment mal! Nein! Luft aus den Rädern lassen! Und wieder aufbauen, so. Wieso baust du auch noch so eine behinderte Antenne da oben drauf, ey? Da sollte eigentlich noch eine Satellitenschüssel drauf. Oh, Leute. So, jetzt. Oh. Aha. Lol. Oh. Ja. Nein. Ah ja. Ja. Ich habe absolut keine Ahnung, wo bei Nico vorne und wo bei Nico hinten ist. Oh! Ja, ist okay. Alles noch gut. Moment, aufbauen. Ich brauche gar nicht mal 5 Minuten Pause nach dem Match, Luft zu holen. Boah, yay. Leon, warum bist du so wendig? Ja! Ich kann auch einfach 5 Minuten hier sitzen bleiben. Ja, ich auch. Nee, dann werdet ihr ausgezählt. Okay, Nico bockt sich schon gar nicht mehr auf. Nico kann doch überhaupt nicht lenken. Boah, ja. Hä, jetzt hast du aber gerade runter gepasst. Hast du nur vielleicht da hinten, wo ein bisschen höher ist, nicht runter? Ernsthaft? Ja. Sehr. Also, welcher Knopf war der richtige? Ja, die Map ist unförmig. Die Map ist unförmig. Ja, komm, so, jetzt raus hier. Ja. So. Leon ist raus. Hat mir einfach rausgeschoben. Ich hab noch einen Reifen drin. Leon ist raus. Gut. Nico hat noch 3 Leben mit seinem, keine Ahnung, und Leon hat noch ein das Leben Ding. Mit seinem, keine Ding. Ahnung. Ja. Vielleicht schon die letzte Runde, wer weiß. Wir werden es sehen. Warum die letzte? Aber... Ja, weil ich noch Leon hat auch 2. Nein. Hä? Nein, Leon hat ein Leben. Ach so, ja, stimmt, du bist ja einmal rausgesprungen, ja. Ja. Genau. Die vielleicht letzte Runde schon? Wir werden sehen. Sie beginnt auf jeden Fall in 3, 2, 1, jetzt! Nico testet, glaube ich, erstmal, wo überall drunter passt. Ja. Hier nimmer, glaub, oder? Ja, doch, eigentlich schon. Eigentlich, wa? Bisschen quetscht, dann passt das. Was das passt, wird passend gemacht. So, Leon. Wie sieht's mit dir aus? Ich will weg. Oh. Alter, du hast die Schubdüsen echt gut in der Hand. Ja. Hallo, tschüss. Hi. Boah! Ich glaube, Nico überlegt sich das nächste Mal nochmal, ob er wieder so groß baut. Nö. Wow. Ach, Moment. Wow. Warte, ich bin noch bin ich drin, noch bin du ich Du bist alle. Ja, Leute, hat mich runtergeschickt. Easy. Sehr gut. Leon ist noch drin. Ja, sehe ich. Leon ist nicht raus. Hast du dich gut gerettet und mich hier runtergeschlagen vom Moderator? Steg. Moderatorenturm. Wieso fährt bei dir eigentlich nicht alles aus, Nico? Weil das extra so gemacht ist. Ah ja. Alles scheiße an dem Fahrzeug. Ja. So, jetzt wird Angriff, jetzt Angriff. Oh! Ja, nein, vielleicht. Da muss Leon jetzt auf jeden Fall weg. Da muss Leon weg. Ja, da muss, easy. Ja. Ja, schade. Schade. Aber auf jeden Fall eine coole Rettungsaktion von dir. Die war mega.
Die Rettungsaktion war mega. Ja, ich kann es mittlerweile mit den Stufenbüßen hier umgehen. Ja, lol, du fliegst, Alter! Du kannst Was? Rocket League, du kannst Rocket League spielen. Ja, ich chill hier in meiner Badewanne, oder? Ja, Nico hat gewonnen mit seinem, keine Ahnung. Das Ding. Ach ja, stimmt, mit seinem das Ding. Das war's auf jeden Fall mit dieser Folge. War auf jeden Fall sehr viel Spaß dabei im Rennen. Nee, nicht wirklich. Wenn es euch gefallen hat, dann schaltet aufs nächste Mal wieder ein. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.